Michael Blume ist seit 2018 im neu geschaffenen Amt als Antisemitismusbeauftragter im Einsatz. Er ist mit einer gebürtigen Türkin verheiratet und wird tatsächlich täglich beleidigt oder bedroht. Es ist so, dass eigentlich kein Tag mehr vergeht ohne irgendwelche Hass und Hetze im Internet. Ich darf auch nicht mehr selber ans Telefon gehen beispielsweise. Ich darf nicht mehr mit dem Zug zu öffentlichen Veranstaltungen reisen, weil es Ausspähversuche gegeben hat. Mein Leben hat sich da schon geändert und das macht ja auch was mit einem, wenn man so jeden Tag so Hate und Hetze abbekommt. Aber auf der anderen Seite merke ich halt doch, es interessiert die Menschen. Die persönlichen Begegnungen sind eigentlich sehr positiv und ganz oft sind Leute auch dankbar, dass man einfach einer drüber spricht. In der Festhalle in Schweigern findet sein Vortrag zum Thema digitale Verrohung viel Anklang unter den Zuhörern. Der Ort in der Nachbarschaft von Bobstadt ist nicht zufällig gewählt. Natürlich spielt auch der Vorfall im April eine wichtige Rolle, bei dem ein vermeintlicher Reichsbürger auf Polizisten geschossen hatte. Also mit dem Vorfall warten wir natürlich die Ermittlungen weiterhin ab. Ich gehe davon aus, dass da auch noch eine ganze Zeit verstreichen wird, bis die Ermittlungsbehörden soweit sind. Und tatsächlich können wir als Behörde nichts anderes tun, als Fälle zu melden, die uns bekannt sind und gleichzeitig aber in die politische Diskussion und in die Aufklärung auch einzusteigen. Der Abend kam auf Initiative des Netzwerks gegen Rechts Main-Tauber zustande. In einer ausgelegten Broschüre werden alleine zwischen März 2013 und Juni 2018 64 Straftaten mit rechtsradikalem Hintergrund in der Region aufgeführt. Auch in Bobstadt ist das Bündnis aktiv und fordert weitere Aufklärung. Es ist ja zu einem Schusswaffeneinsatz gekommen gegen die Polizei. Und da muss man natürlich schon fragen, was gibt es da noch für Hintergründe? War das ein Einzeltäter oder ein ganzes Netzwerk, was da dahinter steht? Das wollen wir schon gerne wissen. Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder die direkte Bedrohung sind Straftatbestände, die mit Gefängnis enden können, auch im vermeintlich anonymen Internet. Tatsächlich sind oft Menschen betroffen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, es gab einen Fall, dass eine Bäckerei geschlossen wurde, weil sie Covid-19-Maßnahmen nicht eingehalten hatte. Und daraufhin wurde der Bürgermeister der Gemeinde bedroht mit seiner Familie. Und heute gab es eine Verhaftung. Und das finde ich sehr, sehr gut. Der Staat muss einfach die Sicherheit aller gewährleisten, gerade auch der Menschen, die Verantwortung übernehmen. Weil ansonsten bricht natürlich Demokratie zusammen. Wenn man vogelfrei wird, wenn man im Journalismus, in der Politik, in der Wissenschaft arbeitet, in der Medizin arbeitet, ja, da kann sich, glaube ich, jeder und jeder vorstellen, wohin das führen würde. Vor wenigen Tagen wurde auch Schrotzbergs Bürgermeisterin Jacqueline Förderer bedroht. Im Vorfeld des Umzugs beim Jacobi-Fest gab es eine konkrete Anschlagsdrohung. Die Ermittlungen laufen. Ja, es ist eben tatsächlich so, dass also der Verschwörungsmythos, dass Republiken gar nicht existieren würden, ja, Reichsbürgerwesen, dass man sagt, das ist alles Verschwörung, dass wir das gerade in Regionen haben, wo es Leuten eigentlich vergleichsweise gut geht und man gar nicht damit rechnet, dass Leute so abdriften können in solche Wahnwelten. Und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr gut, dass wir jetzt auch von Seiten der Landesregierung ja begonnen haben, auch Waffenscheine wieder einzusammeln und Waffen. Das sind ja dann vor allem die Landratsämter gefragt. Aber ich muss Ihnen leider sagen, dass der Verschwörungsglauben also nicht nur an den Rändern der Gesellschaft stattfindet, sondern das haben sie in gut bürgerlichen Kreisen, das haben sie bei Leuten, wo man es nicht erwarten würde. Für Betroffene hat Michael Blume einen klaren Tipp. Trolle, Hater, Antisemiten wollen die Leute isolieren und fertig machen. Das Wichtigste, was man dagegen setzen kann, ist drüber sprechen. Wenn jemand bedroht wird, das nicht in sich reinfressen, drüber sprechen, öffentlich machen, sich Unterstützung holen. Nur so können wir den Hass zurücktreiben. Dieser Hass im Netz ist allgegenwärtig. Das belegt eine Umfrage aus dem Jahr 2020, die ergab, dass fast 3/4 der Befragten schon einmal der sogenannten Hate Speech im Netz ausgesetzt war. Besonders auffällig, unter jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren waren es sogar 94%.